Die Handlungen Einzelner bringen Schande und Erniedrigung über den Fußball und erfordern von uns allen Maßnahmen der Veränderung. Sepp Blatter heute Nachmittag beim Jahreskongress der FIFA. Und damit guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur Phoenix-Runde. Abgründe in Zürich. Der Weltfußballverband FIFA am Pranger, juristisch und medial. 7 Top-Funktionäre verhaftet wegen Korruption und Geldwäsche. Der Verdacht, der Sumpf reicht bis ganz nach oben. Wie gefährlich wird das für Mr. FIFA Sepp Blatter? Rote Karte. Wie korrupt ist die FIFA? Das ist heute unser Thema. Und das sind meine Gäste. Bei uns ist Florian Bauer. Er ist sportpolitischer Reporter bei der ARD und jahrelanger Kenner der FIFA. Silvia Schenk ist bei uns. Sie ist Sprecherin der Arbeitsgruppe Sport von Transparency International Deutschland. Philipp Köster ist mit uns. Er ist Chefredakteur des Fußballmagazins 11 Freunde hier in Berlin. Und Tilman Engel ist bei uns. Er ist Inhaber der Agentur Sport Business Consulting International und hat unter anderem an der Entwicklung der Profiliga in Katar mitgearbeitet. Zu Ihren Erfahrungen dann auch gleich mehr. Herr Bauer, bei Ihnen möchte ich gern beginnen. Sie begleiten seit Jahren die Verfehlungen der FIFA. Ich glaube, man kann das durchaus so zusammenfassen. Welche Stärke hat dieses Erdbeben, so wie es jetzt auch gekennzeichnet wurde? Ich würde sagen, dass das, was wir gestern erlebt haben und was heute sich fortgesetzt hat, das sind tatsächlich legendäre Tage im Weltsport, wie wir sie in der Historie des Weltsports, glaube ich, tatsächlich selten gesehen haben. Mhm. Frau Schenk, es wurde ja schon einige Male und einige Zeit auch gegen die FIFA ermittelt. Jetzt hat man den Eindruck, es ist diesmal wirklich ganz besonders ernst. Wie optimistisch sind Sie, auch als Juristin von Hause aus, dass es diesmal die juristische Karte sticht? Ja, das wird schon so sein, dass dort strafrechtlich einiges dahinter steht bei den Ermittlungen in den USA. Man muss nur sehen, dass es ja nicht direkt gegen die FIFA geht, sondern dass es um Vorgänge geht, die sich auf dem amerikanischen Kontinent zugetragen haben und auch gegen Funktionäre, die dort in ihren Funktionen angeblich Korruption, Geldwäsche betrieben haben. Also insofern muss man das schon ein bisschen auseinanderhalten. Der Zeitpunkt allerdings jetzt und die Tatsache, dass Blatter sich wieder zur Wahl stellen will, obwohl er schon von der Reputation her seit Jahren völlig geschwächt ist, keine Glaubwürdigkeit mehr hat, das bringt jetzt eigentlich überhaupt erst den Push in diese ganze Angelegenheit. Mhm. Herr Köster, Ihr Magazin hat gestern ganz besonders historischen Vergleich herausgesucht und hat kommentiert, dieser schwarze Mittwoch bei der FIFA sei, ich zitiere das mal, wie der Fall der Mauer. Wer oder was fällt denn da gerade? Die Kollegen vielleicht noch ein bisschen übertrieben. Ich möchte es mal so formulieren. Ich glaube, es fällt auf jeden Fall die Vorstellung, dass dieser Betrieb von innen noch zu reformieren ist, dass da möglicherweise eine Institution ist, die dieses Kulturgut, das der Fußball ja ist, noch in irgendeiner Weise demokratisch, möglicherweise auch nachvollziehbar verwaltet, sondern dass es tatsächlich eine Clique alter Männer ist, die sich möglichst viel Geld in die Taschen schaufelt. Von daher ist es ein desillusionierender Mittwoch gewesen. Mhm, desillusionierend. Wir nehmen das auch gleich nochmal auf, die Reformierbarkeit von innen. Ich möchte Herrn Engel mit reinbringen, das Timing der Ermittler war ja durchaus bemerkenswert, 2 Tage jetzt vor dem großen Kongress, dann am Mittwoch. Wie sehr verunsichert das eigentlich die Welt der Sponsoren, die Sie ja auch ganz besonders im Blick haben? Das Interessante ist, dass die Sponsoren der FIFA das Geschäft und das Spiel sehr, sehr lange mitgemacht haben. Aber jetzt, da eben auch das Thema Compliance in all unseren großen Märkten immer wichtiger wird und natürlich Unternehmen, die sich nicht ethisch verhalten bzw. andere Dinge unterstützen, die so kritisch sind, in ihren eigenen Ländern Schwierigkeiten bekommen. Das heißt, die meisten dieser Konzerne, die in den USA sitzen, können selber rechtliche Probleme bekommen, wenn sie ganz bewusst Tätigkeiten, die sie sehen könnten, die eben mit dem US-Strafrecht auch im Widerspruch stehen, einfach weiter finanzieren. Also insoweit ist das ein Thema, das in den USA, wo eben dieses Thema Compliance noch viel, viel weiterentwickelt ist als bei uns, für die Konzern und natürlich auch für die Konzernchefs viel relevanter sein kann. Und machen wir uns nichts vor, neben den Fernsehrechten und den Zuschauereinnahmen sind die Werbeeinnahmen über die Hauptsponsoren der FIFA ein ganz wesentlicher Teil des Geldes, das dann die FIFA und Herr Blatter wieder an die ganzen anderen Föderation verteilt, von dem sie in ganz wesentlichen Teilen leben. Also insoweit erfolgt dieser Angriff wirklich auf breiter Front. Mhm. Die FIFA ist mehr oder weniger nicht nur ein Verband, sondern ein Unternehmen. Da kommen wir auch gleich noch ein bisschen drauf. Aber wenn wir mal auf diesen heutigen Tag schauen, Herr Bauer, das war schon ganz bemerkenswert. Also da haben wir Josef Blatter, 79 Jahre alt, der irgendwie spürt, dass die Einschläge näher kommen. Jeder denkt, es gibt Krisensitzungen über den Tag und jeder denkt, okay, zieht er jetzt doch zurück? Er wird aufgefordert von der UEFA, sich zurückzuziehen, nicht anzutreten. Was hat der Mann für Nerven?
Extreme. Im Endeffekt hat er das getan, was er seit Jahren, fast seit Jahrzehnten im Endeffekt macht, nämlich eine Kommunikation der ganz, ganz leisen Schritte, wenn es um Korruption und um Probleme geht. Nämlich sich erstmal zurückzuziehen und am Ende des Tages einfach abzuwarten. Und das hat sich eben eigentlich doch auch immer sehr bewährt. Es war ja nicht zu erwarten, wenn wir ehrlich sind, dass er in irgendeiner Form zurücktreten würde. Mhm. Dafür, und da kommen wir vielleicht auch noch mal drauf, dafür ist dieses Gebilde FIFA für ihn viel zu viel wert. Und zwar nicht finanziell, sondern einfach diese Machtbasis, das ist für ihn das, was ihn antreibt. Ja? Ja. Dieser Mensch wird sich, so ist meine Einschätzung, das sage ich auch seit Jahren, ich glaube nicht, dass er sich persönlich bereichert hat. Ich glaube nicht, dass es irgendwo ein Offshore-Konto mit mehreren Millionen gibt, auf dem das irgendwie zu Sepp Blatter gehört, auch wenn es Informanten gibt, die mir das vor Jahren erzählt haben. Ich glaube das nicht, weil er damit eh nichts anfangen könnte. Er ist 250, 260 Tage im Jahr sowieso irgendwie unterwegs. Dann ist er noch einige Tage in der FIFA. Er ist da von morgens 7 bis abends 23.30 Uhr, wenn man mit seinem Umfeld spricht. Denn erzählen die einem, er ist ein totaler Workaholic, der in und rund um die FIFA alles weiß. Ja? Also der kennt den Namen der Putzfrau. Genauso natürlich, würde ich mal vermuten, wie jeden Korruptionsvorwurf, den wir gehört haben, schon auswendig vorher. Wenn das nicht so wäre, glaube ich, würde man Sepp Blatter sehr Unrecht tun, denn er ist ein hochintelligenter Mensch. Und wenn man wirklich annehmen würde, dass er von all dem die letzten 20, wenn ich 40 Jahre, die er in der FIFA ist, nichts mitbekommen hätte, dann würde man ja annehmen, dass er also wirklich sehr beschränkt in seinen gedanklichen Fähigkeiten wäre. Und das ist er bei weitem nicht. Und insofern kann man davon ausgehen und muss man davon ausgehen, dass er von all dem wusste, was wir in den letzten Tagen und auch ja schon in den letzten Jahren immer wieder gehört haben. Mhm. Frau Schenk, Sie betrachten die Korruptionsvorgänge im Sport weltweit, nicht nur beim Fußball. Sie sagen auch, da gibt es durchaus auch Abstufungen. Sie haben genickt eingangs, als Herr Bauer ausgeführt hat. Also Blatter, das ist die FIFA, das ist Blatter. Das heißt also ein Rückzug. Nein, also da wird man einen großen Fehler machen, wenn man jetzt sagt, die FIFA ist Blatter und Blatter ist die FIFA. Und man meint, in dem Moment, wo Blatter weg ist, so denken ja einige, dann wären die ganzen Probleme gelöst. Mhm. Also dann wäre zwar auf der Symbolebene einiges einfacher für die FIFA und für einen, der dann Präsident wäre, aber die Probleme sind nicht weg. Also ich habe nur genickt, als Sie gesagt haben, das ist nämlich völlig richtig, ich glaube auch nicht, dass beim Blatter irgendwas noch zu finden ist. Wenn da was zu finden wäre, dann hätte das längst irgendjemand rausgepustet, weil damit könnte man, glaube ich, richtig Geld verdienen. Und der Blatter ist auch viel zu clever, dass der sich in die Hände von jemand anders begibt. Weil in dem Moment, wo man besticht oder sich bestechen lässt, dann wird man ja erpressbar. Aber er weiß eben genau, wer alles sich hat bestechen lassen und damit erpressbar ist. Und das könnte als Bumerang zurück. Und damit hat er natürlich seine Machtposition über Jahre gehalten. Und er hat viel zu lange zugeschaut, obwohl er wusste, was da alles läuft, und hat das nur für seine Zwecke, für seinen Machterhalt genutzt. Das ist das, was man ihm vorwerfen muss, weshalb es auch keine Glaubwürdigkeit mehr gibt. Aber was jetzt den heutigen Tag anbelangt, ich glaube, der Blatter kennt seine Gegner sehr gut. Und wenn man sich anschaut, dass die UEFA immer noch nicht in der Lage ist, eine vernünftige Strategie zu fahren, also zu sagen, wir boykottieren die Wahl und verschiebt die Wahl und jetzt boykottieren wir doch nicht die Wahl, ja, das ist doch Kinderkram. Also was hätte denn eine Verschiebung der Wahl gebracht? Dann wäre Blatter an der Macht geblieben, der Druck hätte nachgelassen. Wer weiß, was dann in den nächsten Wochen, Monaten, das plätschert ja irgendwann aus, die öffentliche Aufregung. Und dann wäre er möglicherweise viel stabiler gewesen. Also man hätte doch eigentlich jetzt Verbündete finden müssen, gucken müssen, wie schafft man eine Strategie. Aber erst zu sagen, wir boykottieren, dann Rückzieher zu machen, ich glaube, da lacht der Blatter nur drüber. Mhm. Herr Köster, jetzt sagt Frau Schenk, das ist Kinderkram, so wie die UEFA agiert. Die haben es einfach nicht drauf, eine vernünftige Strategie in diesem Momentum zu entwickeln und einfach was draus zu machen. Stellen sich hinter einen Gegenkandidaten, Prinz Ali, den Sie bisher wahrscheinlich kaum zur Kenntnis genommen haben. Kann man uns Europäer dann noch ernst nehmen, auch unter diesem machtpolitischen Aspekt? Nee, das ohnehin nicht, aber das tut man doch schon seit Jahren nicht mehr. Also es hätte ja in den vergangenen Jahren immer wieder Gelegenheit gegeben, über verschiedene Korruptionsvorwürfe, über Fehlentwicklungen in der FIFA zu reden, möglicherweise auch mal wirklich einen Gegenkandidaten aus den eigenen Reihen zu bestallen. Da ist ja nicht nur die UEFA, sondern auch der DFB immer sehr zögerlich gewesen. Niersbach wollte nicht, vorher wollten die anderen auch nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass da ist längst Hopfen und Malz
verloren. Ich glaube, dass es auch gar kein Interesse daran gibt, auch weil es ja so manche Ereignisse in der Vergangenheit gab, über die auch die UEFA und der Deutsche Fußballbund nicht so gerne reden, was so die ganzen Vergaben der Weltmeisterschaften angeht. Also von daher glaube ich, die Hoffnung konnte man schon viel früher aufgeben, dass das jetzt wieder nicht funktioniert und dass sie jetzt wieder da hasenfüßig agieren, ist ja keine Überraschung. Mhm. Herr Platini hatte das, glaube ich, Michel Platini, Präsident der UEFA, mal selber ins Auge gefasst, auch mal anzutreten und hat dann kalte Füße bekommen. Ich glaube nicht kalte Füße, sondern ich glaube, er hat einfach die Situation analysiert und er hat verstanden, dass wenn er gegen Blatter angetreten wäre, dann hätte er sehr wahrscheinlich verloren. Das liegt einfach daran, wie die FIFA aufgebaut ist. Mhm. Wir reden hier einfach von 209 Mitgliedsverbänden, von denen die meisten oder sehr, sehr viele extrem kleine Länder sind, die die gleiche Stimme haben wie der größte Sportverband der Welt, der DFB, der Deutsche Fußballbund mit, ich glaube, knapp 7 Millionen Mitgliedern. Mhm. Die schulden auch Sepp Blatter etwas. Denn Sepp Blatter hat natürlich die Vermarktung dieser FIFA und des Weltfußballs enormst vorangetrieben und hat natürlich Gelder auch an die Föderationen, an die Verbände, nationalen Verbände weltweit weitergegeben. Und wenn man 250.000 US-Dollar pro Jahr bekommt, dann mag das für den DFB lächerlich sein. Mhm. Aber für viele, viele kleinere ist es das eben nicht. Die gar keinen Spielbetrieb haben, dann ist das einfach. Die im Zweifel kleinere Spielbetriebe haben, genauso ist es. Ja. Aber ich glaube, Michel Platini ist auch ein Punkt, da müssen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ja, auf jeden Fall. Und auf Stimmverhältnis kommen wir. Ich wollte nur den Herrn Engel, weil Kommunikation auch sein Geschäft ist. Wenn denn alles so ist, dass sich Herr Blatter nichts hat zu Schulden kommen lassen, dann fragt man sich natürlich schon, warum es so eine schlechte Figur hier gibt im Krisenmanagement bei der FIFA. Da hätte man doch anders agieren können. Ein kleiner Spruch übers Internet am Abend und eine etwas verunglückte Pressekonferenz. Hm. Ja, aber ich denke, Der Grund dafür ist wirklich genannt worden. Also Josef Blatter lebt und liebt diese FIFA. Das ist sein Leben, sein Lebenswerk. Ich meine, aber wir leben in einer Welt der Medien, wo man doch einfach davon treten darf. Das ist richtig. Josef Blatter, so wie wir ihn eben erleben können, ist jemand, der ja lange geglaubt hat, die FIFA, er müsste den Friedensnobelpreis kriegen, weil die FIFA tut sehr viel, um Fußball in anderen Ländern zu entwickeln und mittelbar über den Fußball auch Sozialentwicklung zu betreiben, sich um vernachlässigte Kinder zu kümmern, nur mit diesem Selbstverständnis. Also wenn man glaubt, man ist auf einer höheren Mission unterwegs, dann kann alles andere, was da draußen stattfindet, nicht so relevant sein. Und vergessen Sie eins nicht. Wie gesagt, Herr Blatter ist fast das ganze Jahr unterwegs und er wird in weiten Teilen dieser Welt, in Afrika, in Asien, hofiert wie ein König, wie ein Staatschef. Also wenn Sie in solchen Ländern sind, ich meine, ich war nur lange in Katar, habe dann auch mehrfach gesehen, wenn Josef Blatter kommt, da wird die halbe Innenstadt gesperrt und dann gibt es den großen Empfang, meistens vom Emir am Flughafen. Das können Sie über viele Länder dieser Welt weitertragen. Also Josef Blatter hat in der Relevanz mehr zu sagen und hat da einen größeren Zug als viele Staatschefs dieser Welt. Und da ist so ein bisschen Ärger in Europa vielleicht nicht immer ganz so dramatisch. Ja, und ich verspreche Ihnen, Herr Engel, wenn das mit dem Friedensnobelpreis kommt, dann machen wir an dieser Stelle wieder eine Sendung dazu. Absolut. Aber müssen wir nicht vielleicht ein kleines bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht ein zu positives Bild von Blatter zeichnen? Der Mann, der Workaholic, der sich selber nichts hat zu Schulden kommen lassen, der möglicherweise Fehlentwicklungen gesehen hat, aber nicht rechtzeitig dagegen angekämpft hat. Fakt ist doch, er hat über all diese Jahre... Herrn Avalanche, für den er Generalsekretär war, da wissen wir nicht bis heute nicht, wie diese Rücküberweisung da gewesen ist. Also es geht ja nicht nur um diesen Skandal, sondern um viele andere auch. Das ist klar. Ja, in denen tatsächlich er die Strukturen mit geschaffen hat, sie begünstigt hat. Also wir sollten aufpassen, dass wir ihn jetzt nicht nur als lauteren Workaholic, der sich als einziger hat, nicht zu Schulden kommen lassen, zeichnen. Ja. Hatte ich auch nicht so verstanden. Nein. Also wir haben ja eindeutig klar gemacht, dass also wenn er nicht davon gewusst hat, wäre er heute nicht mehr an der Macht. Nein, ich würde sagen, es geht eigentlich einen Schritt weiter. Dadurch, dass wir alle, unsere Regierung auch, der FIFA einen derartigen übernationalen Status zuerkannt haben, dass wir Tür und Tor öffnen, dass wir unglaubliche Mengen öffentlichen Geldes, Steuergelder in FIFA-Projekte, Fußball-Weltmeisterschaften stecken. Die mögen natürlich noch viel andere sinnvolle Auswirkungen haben. Haben wir der FIFA und Herrn Blatter einen Status jenseits von Rechtsstaatlichkeit, jenseits von Zurechenbarkeit gewährt über Jahrzehnte hinweg? Und das bröselt jetzt so ein bisschen. Ja. Also insoweit, nein, keine Absolution. Alles klar. Morgen ist wieder eine Wegmarke. Für den Freitag ist und bleibt angesetzt die Wiederwahl. Es wäre die 5. Amtszeit. Wir sind da schon ein bisschen drauf gekommen. Sie haben es gesagt, 209 Stimmen sind zu vergeben. Im weitesten Sinne ein Wahlmännersystem. Ne? Ein Land, eine Stimme. Und da zeigt sich wieder, dass er offenbar ein Strippenzieher ist, denn er hat jetzt schon im Grunde genommen die Hälfte wieder im Sack. Oder wie weit wackelt das jetzt? Nein, also das wackelt in keinem Falle. Okay. Es gab, glaube ich, heute tatsächlich Kommentatoren, die mal kurzfristig gesagt haben, das würde wackeln.
wie soll das wackeln? Wie soll das funktionieren? Wer steht auf seiner Seite? Es gibt 53 Stimmen, die die Europäer haben. Davon, die Stimmen nicht geschlossen. Davon wird Prinz Ali vielleicht 40, wenn er ganz viel Glück hat, 45 haben bekommen. Michel Platini hat heute gesagt, es werden dann wahrscheinlich 46, 47. Das sehe ich noch nicht. Es gibt einfach auch in Europa viel zu viel mannigfaltige Interessen, um da wirklich gegen Sepp Blatter am Ende zu stimmen. Dazu bekommt er wahrscheinlich ein paar aus dem asiatischen Raum und aus dem arabischen Raum, aber auch da bei weitem nicht alle. Und dann vielleicht ein paar Versprengte noch. Das heißt, wir reden von 50, 55 Stimmen. Da ist es so weit weg zu den 106, die er braucht, um im zweiten Wahlgang zumindest dann gewählt zu werden. Ja. Das ist 105, das ist natürlich völlig absurd. Okay, er braucht, glaube ich, im ersten Wahlgang zwei Drittel Mehrheit, der gewinnen möchte. Also bei 143, glaube ich, liegt die. Warum ist es denn so, dass die Asiaten, die Afrikaner wirklich da so ganz libellungentreu bei Blatter stehen? Wie kann man das erklären? Na, das hat was auch mit der Historie zu tun. Also man muss sich ja vorstellen, er ist also 75 in die FIFA gekommen und hat dann 23 Jahre lang als Nichtpräsident ja schon hinter den Kulissen lobbyiert bzw. Fäden gesponnen. 23 Jahre lang. Und dann ist er Präsident geworden, mit natürlich verschiedenen Unterstützungen aus Afrika und anderen Ländern. Das heißt also, diesen Menschen kennt jeder Funktionär im Weltfußballsport seit 40 Jahren, Minimum. Mir ist kein anderer Sportfunktionär bekannt, der in irgendeiner Form so eine lange Historie hat und der demnach natürlich auch so einen Einfluss und solche Bekanntheit auch hat. Dazu kommt, dass er ein extrem charismatischer Mensch ist. Dazu kommt, dass er sich diese FIFA so geschaffen hat, wie er sie möchte. Plus eben auch die Wahrnehmung der FIFA, wie Sie es ja eben beschrieben haben auch. Das heißt also, er hat es eben tatsächlich auch geschafft, dass er überall wie ein Staatspräsident eigentlich empfangen wird. Und das hat er natürlich auch für sich genutzt. Das heißt, wenn Sie mal auf FIFA-Kongressen, und ich war auf den letzten in jedem Jahr, und wenn Sie dort mal sind, wie Sepp Blatter auftritt, das hat etwas irgendwo zwischen Papst, Popstar und mindestens Obama. Also aller mindestens, wenn nicht mehr. Und er selbst ist sicherlich der Meinung, dass es deutlich mehr ist. Mhm. Frau Schenk, ein ehemaliger FIFA-Insider hat jetzt noch mal zu Protokoll gegeben in einer Dokumentation, es sei sowas wie ein Staat im Staate, die FIFA. Würde sich in der Schweiz völlig frei bewegen, muss keine Steuern zahlen. Das stimmt so nicht. Es gibt Steuervergünstigungen für die internationalen Sportverbände, aber da ist die FIFA nicht anders gestellt als andere Verbände. Also das muss man schon immer sehr genau sich differenziert anschauen. Nochmal, es fehlt an Strategie bei den Gegnern innerhalb der FIFA. Platini sitzt seit 2008 im Exekutivkomitee, hat immer die Klappe gehalten. Also das muss man sich ja auch anschauen, wie lange da andere auch schon mit drin sind und wunderbar auch immer mitgemacht haben. Das ist ein Teil der Stärke von Blatter, dass die Gegner so schwach sind, dass sie sich nicht entsprechend organisieren. Und es sind in den letzten Jahren auch in der öffentlichen Kritik an der FIFA Fehler gemacht worden. Also wenn die Sunday Times Dokumente rausbringt, sagt, und zwar pauschal, ohne das im Einzelnen zu differenzieren, da sind ganz viele afrikanische Präsidenten bestochen worden und ein Teil der Dokumente trägt das nicht. Ein Teil der afrikanischen Präsidenten oder Großteil hat überhaupt nicht mitgestimmt bei der Vergabe der Weltmeisterschaften, weil das ja nur die Exekutivkomiteemitglieder waren. So, und dann fühlen sich die Afrikaner pauschal von den Europäern oder von einzelnen europäischen Ländern und Medien so in die Ecke gestellt, ihr seid alle korrupt. Und dann ist es für Blatter ein leichtes, hinzugehen und sich dahinter zu stellen und zu sagen, das kann ja nicht sein, dass ihr jetzt hier alle als korrupt dargestellt wird. Da sind richtige, massive Fehler passiert, die kontraproduktiv waren und eigentlich Blatter die Wählerstimmen noch mal zugetrieben haben. Also er wird stark durch die Schwäche seiner Gegner, und im Exekutivkomitee sitzen natürlich auch immer ein deutscher DFB-Präsident drin, bisher das Herr Zwanziger, künftig wird es, glaube ich, Herr Niersbach sein. Der hat dann heute schon gesagt, dass er dann bei Sachen, wenn dann Sitzungen irgendwie, wenn es dann unappetitlich wird, würde er dann zu den Sitzungen nicht gehen. Das ist natürlich auch eine Strategie. Ne? Natürlich merkwürdig, dieses Auftreten. Ironisch gemeint, tatsächlich ist es so, dass insgesamt, finde ich, die deutsche Seite keine gute Rolle spielt. Reinhard Raubal als Ligapräsident hat auch noch eine Erklärung veröffentlicht, in der das Wort Rücktritt gegenüber Sepp Blatter noch nicht mehr in den Mund genommen hat, sondern hat nur davon nebulös gesprochen, er möge doch bitte schön der Fußballwelt einen großen Dienst erweisen. Wolfgang Niersbach hat auch nur herumgeeiert und hat, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, also quasi so den Marsch
Marsch durch die Institutionen beschlossen, indem er meinte, in dem Exco könnte man noch viel besser auch noch Einfluss nehmen. Genauso wie seine deutschen Vorgänger das ja in den letzten Jahren so ganz, ganz kräftig getan haben. Also tatsächlich fehlt es an Strategie, es fehlt auch an Fortune, es fehlt auch an Mut, selber zu sagen, wir sind der größte Sportfachverband der Welt. Wir sind eigentlich die, die voranmarschieren müssen. Wir dürfen uns auch nicht hinter einem jordanischen Kandidaten verstecken. Also eigentlich ist das so Feigheit vor dem Feinde, was sie momentan betreiben. Ja. Kommen wir mal, weil Frau Schenk hat es gerade angesprochen, Stichwort Vergabe von WM. Wir hatten im Dezember 2010, glaube ich, die Doppelvergabe an die WM 2018 Russland, 2022 Katar. Jetzt ermittelt die Schweizer Justiz unter anderem, aber auch an vielen anderen Stellen wird es angegriffen. Es gibt auch eine Ethikkommission in der FIFA, das wollen wir nicht unterschlagen. Die ist sich nur am Ende in ihrem Untersuchungsbericht, Michael Garcia, ein US-Staranwalt, hat da ermittelt und am Ende hat ein deutscher Richter das Ganze kassiert und hat einen Blankoscheck erteilt. Da stellt man so ein bisschen so Fragezeichen und fragt sich, was ist nun wirklich dran? Sie haben sehr nah in Katar recherchiert. Sagen Sie uns, was ist wirklich dran? Also de facto ist es so, seit Dezember 2010 gibt es allerhand Gerüchte rund um diese Vergabe, dass dort in verschiedenster Form Bestechung und Korruption vor sich gegangen ist. Es gibt verschiedenste Informanten, die an uns herangetreten sind und von unterschiedlichsten Dingen erzählen. Von Offshore-Konten, von Kanalisierungen von Geld über auch, muss ein bisschen vorsichtig sein, europäisch nahe Kreise. Man muss aber auch klar sagen, dass eben vieles von dem einfach nicht nachweisbar ist, nicht nachweisbar war. Und man muss klar sagen, dass wir insofern auch, also wir hatten die Sunday Times Enthüllungen, in denen gewisse Überweisungen bzw. Zuführungen irgendwie öffentlich gemacht wurden. Da ging es auch um Mohammed bin Hammam, den ehemaligen Gegenkandidaten von Sepp Blatter, lange Zeit den Blatter Intimus, derjenige, der Blatter 1998 auf den Thron gebracht hat. Mohammed bin Hammam selbst Katari, der dann also 2011 bei der Präsidentschaftswahl gegen Blatter antreten wollte und dann eben kurz vorher von der Ethikkommission gesperrt wurde. Ich glaube, dass wir gestern insofern eine neue Qualität erlebt haben, als dass gestern das eingetreten ist, was ich und wahrscheinlich auch viele andere schon seit Jahren sagen, nämlich dass es im Endeffekt nur drei Komponenten, ich greife jetzt mal die wichtigste raus, gibt, die wirklich den Sumpf rund um die FIFA oder rund um den, sagen wir mal, die FIFA-Familie, um es nicht nur auf die Institution FIFA, sondern auch auf die Funktionäre weltweit, Fußballfunktionäre weltweit zu ziehen, verändern könnte. Und das sind Strafverfolgungsbehörden. Und dass jetzt das amerikanische FBI seit über 3 Jahren dort ermittelt hat und dass das amerikanische Justizministerium dann auch so eingestiegen ist, das ist, glaube ich, ein deutlicher Schritt vorwärts, um herauszufinden, was hinter den Kulissen passiert sein könnte. Aber es gibt ein Aber. Bisher beziehen sich viele der Dinge, Frau Schenk hat es eben schon gesagt, hauptsächlich auf Vorkommnisse und Bestechung und Korruption im nord-, mittel- und südamerikanischen Bereich. Vermarktungsbereich. Genauso ist es. Jetzt hat zwar die Schweizer Staatsanwaltschaft oder die Schweizer Bundesanwaltschaft ebenfalls ein Verfahren eingeleitet, aber die Frage ist, was dabei wirklich bei rauskommen wird. Es ist offensichtlich gestern so gewesen, dass auch Schweizer Banken Informationen abgeben mussten an die Schweizer Bundesanwaltschaft. Die Frage ist also, sind Schmiergelder bezahlt worden, auch über Schweizer Konten oder zumindest über Schweizer Banken? Wenn das der Fall gewesen sein sollte, dann hat man wirklich die Möglichkeit rund um die Vergabe. Dann hätte man wirklich die Möglichkeit, nachzuweisen, wo gegebenenfalls Gelder bezahlt worden sind. Mhm. Aber es ist schon noch ein größerer Weg bis dahin und insofern muss man auch weiterhin vorsichtig sein. Mhm. Frau Schenk, meinen Sie, dass am Ende wirklich etwas Belastbares bleibt? Also, dass jemand dann am Ende wirklich den Schalter umlegen muss nach so einer Vergabe und sagen muss, stopp? Also es ist im Moment schwer einzuschätzen, ob da wirklich nach so langer Zeit, es sind ja inzwischen auch 4 Jahre vergangen, man hat ja leider auch in der Schweiz nicht gleich angefangen zu ermitteln. Man hätte ja eigentlich 2011 einfach mal ein Ermittlungsverfahren, es gab ja genug Gerüchte und Hinweise, in Gang setzen können. Das hat man damals nicht gemacht, hat gesagt, man kann wegen Privatbestechung überhaupt nicht gegen die FIFA oder Verantwortliche der FIFA ermitteln. Jetzt scheint es zu gehen. Ich weiß nicht, was da die Rechtsmeinung geändert hat bei der Bundesanwaltschaft. Geldwäsche. Gut, dann können Sie es über die Geldwäsche jetzt machen, aber wegen Korruption wollten Sie, obwohl man, Korruption ist fast immer mit Geldwäsche verbunden und mit Steuerhinterziehung, aber gut, lassen wir jetzt die juristischen Feinheiten. Also da ist eine Chance verpasst worden, da war offensichtlich die Schweiz noch nicht so weit, es einfach mal zu versuchen zumindest. Man kann jetzt schwer prognostizieren, ob wirklich noch was Belastbares gefunden wird, ob dann
irgendwann es ein rechtskräftiges Urteil gibt, dass jemand strafrechtlich belangt wird wegen Korruption im Zusammenhang mit der Vergabe. Und es wird ja immer so wieder die Hoffnung erweckt, sobald da auch nur so ein Zipfelchen Korruption auftaucht, könnte man die ganze Vergabe rückgängig machen. Das ist juristisch weitgehend ausgeschlossen. Also da muss schon ganz viel passieren. Vor allen Dingen nach so einem langen Zeitraum überhaupt die Vielzahl von Verträgen. Nicht nur FIFA und Katar, sondern da hängen ja inzwischen, ich weiß nicht, 100 oder 1000 oder wie viele Verträge dran. So etwas macht man normalerweise selbst dann nicht rückgängig, wenn Korruption nachgewiesen wird. Also insofern jetzt nicht alle hoffen, da wird was ermittelt und in 3 Jahren wird die WM zurückgenommen. Also da bin ich sehr, sehr skeptisch. Das wäre voreilig und das wäre auch eine ziemlich teure Angelegenheit, Herr Engel. Sie haben 3 Jahre am Stück in Katar gelebt, wie Sie es gesagt haben, die Profiliga dort mit aufgebaut, haben nach wie vor, sind 5 bis 6 Mal im Jahr dort unten. Es war aus westlicher Sicht von Anfang an ein Paradoxon, in einem Wüstenstaat eine Fußballweltmeisterschaft abzuhalten. Aber das ist sozusagen erstmal die emotionale Perspektive. Aber es gibt natürlich auch eine marktwirtschaftliche Perspektive, die Sie ganz genau im Blick haben. Was würde passieren, wenn jemand versuchen würde, den Schalter umzulegen? Lassen Sie mich erst zu einem Aspekt noch ganz kurz was sagen. Also was wir jetzt gerade in den letzten Tagen, das war vorher bekannt, aber jetzt wird es halt justiziabel herausgefunden haben, dass es eine große Anzahl von FIFA-Funktionären gibt und gab, die sich und ihre Dienstleistung überall angeboten haben. Ja, wem auch immer. Wer immer gibt uns Geld, ich schlage dir irgendeinen Deal vor. Das ist das, was jetzt auch untersucht wird. Und bei den vielen Vergaben der Vergangenheit, die ja zur Diskussion stehen, und es gibt ja Leute, die sagen, das geht bis 2006 zurück, ist das eine Riesenanzahl von möglichen Ansätzen, die dort stattgefunden haben. Soweit kenne ich auch die Menschen, die das WM-Organisationskomitee in Katar bzw. das Vorbereitungskomitee betrieben haben, die waren sich von Anfang an sehr klar darüber, dass wenn sie mit ihrer Bewerbung Erfolg haben, dass es eine ganze Menge internationalen Ärger geben wird. Und die haben sich juristisch, soweit das irgend ging, abgesichert in jeder Hinsicht, haben alle Aktionen, ich meine, es gibt natürlich nur mal Bewerbungen und Bewerbungsriten und Touren, abgeklopft und hinterfragt, damit man ihnen bloß nicht bei dem Ärger, der da kommt, jetzt komme ich eigentlich auf Ihre Frage, das auch noch anhängt. Und dann kommt eben dieses Thema, warum dieser Wüstenstaat? Und ich möchte eigentlich ein bisschen von diesem reinen Thema Katar wegkommen. Gehen wir mal... Wir können auch über Russland reden. Russland kann ich weniger zu beitragen. Viel komplizierter. Viel komplizierter. Das größere Problem für die FIFA im Moment. Katar ist in der gesamten Megaregion, die irgendwie ganz Nordafrika, weite Teile Zentralafrikas bis in den Fernen Osten hinein darstellt, das einzige Land, das willensfähig und in der Lage ist, in der Lage heißt das Geld dafür, so eine Fußball-Weltmeisterschaft umzusetzen. Wir als der Westen, als der Teil der Welt, wo diese ganz modernen Sportarten herkommen, haben all diesen Ländern gesagt, ihr dürft Sport nur so stattfinden lassen, nur unter unseren Regeln, das sieht nur so aus. Und das machen sie. Sie haben ihre Verbände danach strukturiert. Sie bekommen unterschiedlich Geld aus dem Staatshaushalt, um Stadien zu bauen. Und jetzt wollen sie mitspielen. Und Katar, nur Katar kann das leisten. Kein Libyen, kein Ägypten, kein Pakistan. Die größten muslimischen Länder liegen in Indonesien und in Malaysia. Das heißt, Katar, und das ist auch deren Verständnis, richtet diese Fußball-Weltmeisterschaft für die muslimische Region aus und für die arabische Region. Und diese WM dort wegzunehmen, außer ganz massive Gründe, und zwar jetzt nicht nur in der Hinsicht, sondern wir reden auch von einer relativ aktiven politischen Zone dort, das würde das Verhältnis, das ohnehin nicht leicht ist, zwischen unserem Teil der Welt und dem Mittleren Osten ganz erheblich nachträglich beeinträchtigen. Das kann ich mit großer Sicherheit sagen. Okay, jetzt haben Sie gerade den Bau der Stadien angesprochen. Jetzt bin ich wieder bei Herrn Bauer. Sie haben am eigenen Leib erlebt, was es bedeutet, wenn ein Land auf Platz 105 der Pressefreiheitsskala sich befindet. Was das für einen arbeitenden Journalisten, der drehen möchte, bedeutet. Also was genau ist da vorgefallen, wenn man das kurz beschreiben kann? Ja, wir sind festgenommen worden. Ich meine, wir waren ja... ich war jetzt zum 4. Mal in Katar, das erste Mal in Katar 2010, bevor die WM überhaupt nach Katar vergeben wurde, noch zu einem Zeitpunkt, wo, glaube ich, in Europa überhaupt keiner wusste, A, was Katar ist, B, dass sie sich beworben haben und C, geschweige denn, dass sie irgendeine Chance gehabt hätten, wirklich diese WM zu bekommen. Waren wir vor Ort und natürlich ist das hochprofessionell alles aufgezogen worden und man konnte schon damals absehen, dass sie diese WM
bekommen werden. Also wir haben damals im WDR-Fernsehen bei Sport in Zeit einen Film gemacht, der hieß Der Geheimfavorit. Das war eigentlich damals schon falsch. Eigentlich hätte es schon damals Der Favorit heißen müssen. Mhm. Aber wir waren natürlich auch überrascht. Das war jetzt das vierte Mal. Ich würde sagen, ich habe das Land relativ gut kennengelernt über die letzten Jahre. Es war jetzt diesmal so, dass wir gesagt haben, ein Jahr nach der großen Ankündigung im Mai letzten Jahres, dass man das Arbeitsrechtssystem, das Kafala-System in Katar verbessern und reformieren möchte, dass man auch die Situation der über 1,5 Millionen Arbeiter dort, die Lebensbedingungen verbessern möchte, wollen wir nachschauen, was diese Vorhersage sozusagen wert ist. Das heißt, das ist so ein typischer journalistischer Angang. Ein Jahr danach gucken wir mal, was draus geworden ist. Mhm. Das heißt, wir haben also 6 Wochen lang recherchiert. Meine Kontakte sind ausreichend in Katar, alle angezapft, Arbeitsministerium angefragt, Innenministerium angefragt, den Emir von Katar angefragt zum Interview der Qatar News Agency, die zuständig ist für eine Drehgenehmigung, die man braucht in diesem Land als Fernsehjournalist, Equipmentliste alles geschickt und es kam keine Antwort. Mhm. Und dann stehen Sie vor einer Entscheidung und diese Entscheidung lautet, fahren Sie oder fahren Sie nicht? Und ich persönlich sage dann, ich glaube, wir haben da eine Verantwortung als WDR, als ARD, als im Endeffekt mitgrößter Fernsehsender der Welt. Wenn wir nicht fahren, wer fährt dann? Also sind wir gefahren. Wir waren in den Arbeitercamps. Wir haben gesehen, dass sich wenig geändert hat. Es gibt ein paar neue Bauten in den Arbeitercamps, die noch nicht bezogen wurden, die auch so aussehen, als wenn eben gerade gestern hochgezogen. Und ansonsten haben wir mit vielen Arbeitern sprechen können, die gleichen Geschichten erzählen wie schon im letzten Jahr. Also kurz um Ausbeutung, wenn man es runterbricht, Pässe abgenommen, Sklavenähnliche Zustände, will ich sagen. Hm? Genau, also man lebt einfach, es leben, in diesem Fall waren es 12 bis 16 Personen auf 20 Quadratmeter, im letzten Jahr waren es 8 Personen auf 13 Quadratmetern, Bunkbeds, also Hochbetten, Stockbetten, das Ganze 2 Jahre lang, Toiletten wirklich, also ich meine, da würde niemand von uns hier in dieser Runde oder selbst auf der Straße hier jemals leben wollen. Hm. Das alles haben wir gesehen und sind dann wenige Stunden danach festgenommen worden vom katarischen Geheimdienst, durften dann mehrere Tage nicht ausreisen und am Ende war es, ich würde sagen, auch ein gutes Stück weit Glück, weil der katarische Außenminister involviert wurde und ob er das wirklich wollte, aber zumindest hat er verfügt, dass wir ausreisen durften. Mhm. Herr Engel, gibt es eine Sensibilität bei den Machthabern in Katar dafür, dass diese Zustände nicht akzeptabel sind? Wie schätzen Sie es ein? Also ich kenne jetzt Katar intensiv seit 2007. Ich habe selber im Kafala-System gearbeitet. Also nicht für eine ausländische Firma, sondern wirklich für den Staatsapparat selber. Und habe selber, wenn natürlich auch in anderer Unterbringung, durchaus so einige Dinge erlebt, mit denen ich nicht wirklich glücklich war. Nur wenn ich mir diesen Entwicklungsstrang seit 2007 wirklich vor Ort gewesen und fast durchgängig betrachte, hat sich in Katar unglaublich viel getan. Es gibt eine sehr starke Sensibilität, die natürlich auch durch den auswärtigen Druck geschaffen wurde, dass die eigentliche Absicht, diese WM zu organisieren, und das hängt jetzt zusammen, wird zu weit gehen mit der Katar National Vision, das ist ein komplettes Infrastrukturumstrukturierungsprogramm des Landes 2030, dass es erforderlich sein wird, nicht nur die Infrastruktur zu ändern, sondern auch die Großteil der gesellschaftlichen und der arbeitsrechtlichen Verhältnisse. Aber eins dürfen wir nicht vergessen. In Europa, auch in unserem Land, hat das Jahrhunderte gedauert, bis wir so weit gekommen sind. Katar ist auf diesem Weg seit 20 Jahren, seit 1995 im Wesentlichen, entwickelt sich dieses Land und die haben jetzt die Aufgabe vor Ort und das bringt unglaubliche interne Zerwürfnis und Zerreißprozesse mit sich in der Gesellschaft mit den unterschiedlichen Machthabern. Es gibt nicht einen, es ist keine Diktatur. Es gibt sehr viele Menschen, die viel Meinung und Einfluss haben und die versuchen das, was wir in Jahrhunderten oder 250 Jahren gemacht haben, in 30 Jahren nachzuholen. Ja, es gibt diese Verhältnisse, es gibt aber auch viele andere. Ich war auch in großen Arbeiterlagern in Ras Laffan, da wo die großen Gasfelder sind, wo Zehntausende Arbeiter untergebracht waren, die völlig anders aussahen und das vor 6 Jahren. Also es ist ein Prozess, der ist nicht abgeschlossen, den müssen wir weiter einfordern, die FIFA einfordern und begleiten. Aber dieses Katar wird zu dieser WM das Land sein, was in der ganzen Region am weitesten, am besten den Spagat geschafft hat zwischen neuer Welt und überkommener Tradition. Okay, angekommen, wir machen da einen Schnitt. Sie haben gesagt, in Russland ist alles viel komplizierter. Warum?
Denn die Situation für die FIFA mit Russland ist insofern viel komplizierter, als man ja im Moment mit der Ukraine eine Situation hat, wo man gar nicht weiß, wie geht das weiter. Also welche Linie fährt Putin? Es gab ja schon die ersten Boykottaufrufe. Jetzt zu sagen, wir boykottieren die WM oder wir nehmen die WM weg, würde sicherlich propagandistisch von der von Putin entsprechend ausgenutzt werden. Insofern ist das im Moment keine Möglichkeit. Aber was passiert denn, wenn die Ukraine weiter destabilisiert wird? Man weiß ja gar nicht, wie sieht es in zweieinhalb Jahren aus? Dann sind wir noch halt ein halbes Jahr vor der Eröffnungsfeier. Also insofern, die Dramatik für die FIFA, für den Weltfußball, ist im Moment im Hinblick auf die Frage, wie kriegen wir diese WM hin, findet die statt und unter welchen Bedingungen, viel größer. Wird jetzt überlagert natürlich durch die aktuellen Diskussionen, durch die Katar-Diskussion, aber da muss man ja auch sehen, dass über Jahre und Jahrzehnte deutsche Unternehmen, amerikanische Unternehmen, französische Unternehmen in Katar Geschäfte gemacht haben, gebaut haben und sich überhaupt nicht drum gekümmert haben, wie geht's denn dort den Arbeitern. Und natürlich hat die FIFA viel zu spät reagiert, hat das Problem unterschätzt und müsste da wirklich konsequenter und mehr Druck noch machen. Aber erst die WM-Vergabe hat dazu geführt, dass wir uns um die Migrantenarbeiter in Katar kümmern. Sonst würden wir hier alle überhaupt nicht darüber diskutieren. Das heißt, die Chance, dass sich was ändert, kommt ja gerade durch diese Vergabe. Und insofern muss man jetzt auch schauen, wie man das Eisen schmiedet, solange es heiß ist und den entsprechenden Druck macht. Aber darf ich einen halben Satz, bevor wir gleich an Kassel machen? Genau, ich will das aufgreifen, was Sie gesagt haben, weil es geht ja im Endeffekt um was anderes. Sie haben das ja eben richtig gesagt. Im Endeffekt hat nur die Vergabe nach Katar überhaupt dazu geführt, dass wir diese Diskussion jetzt führen über die Arbeiterrechte, über die Menschenrechte. Und ich würde auch Ihnen in Teilen, das wird ja viele überraschen, zustimmen. Ich habe schon immer gesagt, ich glaube, man kann eine Weltmeisterschaft, eine FIFA-Weltmeisterschaft in den arabischen Raum geben. Diese Menschen sind extrem fußballbegeistert, viel mehr als wir hier irgendwie verstehen. Man trifft dort auf der Straße Menschen, die wissen, wie Spieler in der zweiten deutschen Liga heißen. Ja? Also nur mal, um mit dem Vorurteil auszuräumen. Aber es geht um etwas anderes. Wir führen diese Diskussion nur, weil wir, weil Journalisten, weil die Öffentlichkeit diese Diskussion aufmacht und nicht, weil die FIFA in irgendeiner Form dazu beigetragen hat. Das heißt, was ich seit Jahren fordere, ist zu viel gesagt, weil Journalist, würde ich mal sagen, ist unsere Aufgabe nicht zu fordern. Aber was ich sage, wo der Fehler im System liegt, ist, dass eben bei der Vergabe von Sportgroßveranstaltungen insgesamt, vor allem der FIFA-Weltmeisterschaft als einer der wichtigsten und größten Sportereignisse der Welt überhaupt, wenn nicht dem größten, dass dabei eben Menschenrechte, Arbeiterrechte, Pressefreiheit etc. normalerweise keine Rolle spielen. Mhm. Und das ist eben das große Problem, weil Sie können zwar hinterher dann schön sagen, ja, es hat sich doch vieles verbessert, aber das hat sich ja nicht verbessert, weil Sie dazu beigetragen haben, sondern es hat sich eben dadurch verbessert, dass Leute da drauf geschaut haben. Mhm. Das waren jetzt zwei halbe Sätze. Ich würde ganz gerne Herrn Köster noch mal die Chance geben, hier mit reinzukommen. Herr Köster, Leute, die Ihre Zeitschrift, ist korrekt gesagt, Freunde, kaufen. Das sind Leute, die sonntags auf den Platz gehen, die für Arminia Bielefeld, hier wurde gerade zweite Liga angesprochen, und für andere sich begeistern können. Jetzt reden wir hier über die Welt der Funktionäre, abgekoppelt, irgendwo weit weg, wo Millionensummen möglicherweise hin und her geschoben werden, um bestimmte Gefälligkeiten zu ermöglichen. Wir sind jetzt im spekulativen Bereich. Gibt es überhaupt noch irgendein Verbindeelement zwischen diesen beiden Welten? Tatsächlich auch nur in den Stadien, wo natürlich sich inzwischen Fans an wahnsinnig viel gewöhnt haben. Wenn man sich anschaut, dass sich eigentlich diese Schere zwischen dem Fußballfan in den Stadien, der immer mehr beschallt wird, der quasi Teil dieser riesigen Entertainment-Industrie ist, und andererseits natürlich eine Kaste von Funktionären. Muss die bestimmte Cola kaufen, damit das irgendwie klappt. Ja, es ist nicht nur die Cola, es ist tatsächlich die ganze Stadionwelt, die der Fan vorbringt. Die ist ja formatiert, die ist auf Entertainment-Bedürfnisse, aufs Fernsehen zugeschnitten. Das, was mal vielleicht früher mal eine Alltagskultur war, eine lebendige, ist oft in den Stadien. Da brauche ich noch nicht mal nach England gucken, sondern in vielen deutschen Stadien gibt es auch inzwischen tatsächlich zum Teil der Entertainment-Industrie geworden. Und dann hat man tatsächlich dann nochmal eine Kaste von Funktionären, die in ihren abgesperrten Bereichen, in den VIP-Bereichen hocken, die oft es noch nicht mehr schaffen, weil sie zu lange an den Schnittchentellern anstehen, rechtzeitig zum Anpfiff wieder zurück in die Stadien zu kommen. Ich glaube, dass diese Distanz, insbesondere zu dem, was da jetzt in der FIFA passiert, aber auch was in anderen Funktionärskasten passiert, inzwischen schon riesig geworden ist. Man versteht auch überhaupt nicht mehr, was passiert da überhaupt. Man kann diese ganzen politischen Prozesse, die da passieren, warum lässt man sich Sepp Blatter bieten, warum schafft man es nicht, die FIFA von innen zu reformieren. Ich glaube, dass das im breiten Fanvolk inzwischen nur noch auf Unverständnis und auch auf eine gewisse Agonie stößt, weil man kennt das seit vielen Jahren, man hört seit 30 Jahren fast Vorwürfe, was Korruption, Geldwäsche und sonst was angeht.
Ich glaube, der normale Fußballfan hat dafür Achselzucken übrig. Stilles Leiden. Okay, ich möchte mal das Stichwort Dramatik hier noch mal aufnehmen, Frau Schenk, das Sie gerade erwähnt haben. Mich hat gerade eine Meldung erreicht, dass der brasilianische Fußballverbandschef, der ja Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees ist, aus Zürich abgereist ist. Wenn wir jetzt spontan darauf reagieren müssten. Hat er Angst, er wird verhaftet oder was? Das wäre jetzt die Frage. Wir könnten jetzt überlegen, was das für ein Signal ist. Frau Schenk, Sie würden das so deuten? Juristisch? Also wahrscheinlich kann er sich nicht zwischen Blatter und Prinz Ali entscheiden. Oder er hat wirklich Angst, dass er verhaftet wird. Ja, oder es ist ein Trauerfall in der Familie. Also man weiß es ja nicht. Dann sollte man erstmal jetzt mal schauen, was dahinter steckt. Das wäre jetzt alles nur spekulativ. Aber im Moment ist natürlich alles eine Meldung. Ja, ja, wenn es ein machtpolitisches Moment gäbe, was könnte das bedeuten bezogen? Wir haben ja die Wiederwahl durchdekliniert. Das ist eine wichtige Stimme, ne? Nein. Bei 209, also bei 209 Ländern, ne, haben sie im Endeffekt, wäre es maximal eine Stimme weniger, wenn alle Stimmberechtigten des Verbandes abgereist wären. Und wenn, wäre es wahrscheinlich nicht diese Stimme, die da fehlen würde. Ich glaube, was am heutigen Tage nochmal wichtig ist, drauf zu schauen, ich finde, dass der heutige Tag, wir haben das ganz am Anfang angerissen und wir kommen ja jetzt sozusagen im Bogen wieder dahin zurück zum morgigen Tag und zu der Diskussion rund um die FIFA und diese Wahl. Ich glaube, der heutige Tag war in großem Maße ein extrem verlorener Tag und eine enorme Chance für die UEFA, für den Europäischen Kontinentalverband. Was Herr Köster vorhin so ein bisschen gesagt hat, auch, dass die Europäer also ihre Macht überhaupt nicht nutzen. Das Wort Mut ist einmal heute gefallen und das ist etwas, was völligst fehlt. Die Europäer hätten aus meiner Sicht heute die Chance gehabt, zurückzutreten oder morgen nicht anzutreten, abzureisen, in irgendeiner Form ein enormes Statement zu setzen, indem man morgen einfach nicht präsent gewesen wäre. Wahrscheinlich heute Abend bei der Gala schon nicht präsent gewesen wäre. Man hätte noch einen Satz obendrauf setzen können und hätte sagen können, man hätte Prinz Ali gebeten, zurückzutreten und morgen nicht wählbar zu sein. Dann hätten sie morgen 156 Mitgliedstaaten gehabt, vielleicht minus den Brasilianer, die dann noch hätten wählen können. Ein Viertel wäre nicht mehr da gewesen und sie hätten nur noch eine Person gehabt, die zu wählen gewesen wäre. Dann wäre das öffentlich gemacht worden, auch dokumentiert worden, was morgen sowieso passiert. Nämlich, dass es de facto nur einen Präsidenten gibt. Einen Kandidaten, einen Präsidenten ist eh das Gleiche in der FIFA. Und das hat die FIFA, das hat die UEFA heute extrem versäumt. Und wenn man sich dann noch anhört, wie Michel Platini da heute geredet hat, von wegen, er hat versucht, also Sepp Blatter zu überreden und so. Also das ist ja lächerlich, weil er kennt ihn ja seit x Jahren. Er sagt sogar, wir sind befreundet und man muss ja einem Freund das offen sagen dürfen. Das ist natürlich lächerlich, weil er wusste ja, wie die Antwort ist. Also was soll das? Entweder, wir spielen ja hier keine Spielchen, entweder die wollten wirklich was verändern und zwar für den Fußball verändern oder nicht. Und das, was heute wir da gesehen haben, heißt eindeutig nur in dem Zusammenhang. Jetzt mit seiner Strategie. In der Wertung stimme ich zu, aber nicht, dass die hätten abreisen sollen oder gar den Prinz Ali zurückziehen. Also man muss sich dann im Zweifelsfall bei der Wahl auch mal eine Niederlage einhandeln. Und das letzte Mal haben, glaube ich, 17 Stimmen gegen Blatter gestimmt. Und wenn das jetzt morgen 50 oder 60 sind, dann wäre das ja auf jeden Fall schon mal ein deutlicher Hinweis. Dokumentation man muss ja auch ein bisschen langfristig denken. Ja. Und jetzt einfach zu sagen, wir lassen das Ganze in eine Farce auslaufen, also das ist kein demokratisches Verhalten. Dann sollen die doch bitte schön morgen mal deutlich Stellung nehmen auch. Dann muss die FIFA morgen mal ein paar Reden erleben, wo sich die Leute auch mit der Situation auseinandersetzen. Die Wahrheit ist doch, dass von der UEFA nur ein Teil der Verbände abgereist wäre, dass die UEFA gespalten ist, dass wir natürlich in der UEFA auch Verbände haben mit völlig anderen politischen Interessen, mit völlig anderen, ich will jetzt nicht sagen korrupten, aber doch auch schwierigen Hintergründen. Von daher gibt es keine einheitliche Linie der UEFA. Und insofern denke ich, dass natürlich eine Chance vergeben wurde, weil die UEFA schon, was Sie auch schon sagten, nicht langfristig eine Strategie aufgebaut hat. Und ich fürchte, dass auch morgen keiner den Mut hat, einfach mal in die Bütt zu gehen und dort mal deutliche Worte zu sagen. Und auch zu sagen, sowas haben wir alle miteinander denn mit dazu beigetragen, dass die Situation so ist, wie sie ist. Warum haben wir nicht eher den Mund aufgemacht? Das wird wahrscheinlich wieder keiner tun. Aber nur mit einer wirklichen Auseinandersetzung kann sich bei der FIFA was bewegen. Also die Chance wurde verpasst. Aber abreisen oder jetzt noch drohen.
wir ziehen uns unsere Mannschaften zurück, dann werden die deutschen Frauen halt bei der Weltmeisterschaft nicht starten in Kanada. Ist dieser mächtigste, reichste Kontinentalverband, ja. Der aber wenig oder gar nichts tut, auf diese anderen armen Kontinentalverbände zuzugehen und denen den Eindruck zu vermitteln, ja, auch wenn Blatter nicht mehr da ist, wir helfen euch, wir wissen, dass es euch nicht gut geht, wir wissen, dass ihr nicht genug Geld habt, wir anerkennen, dass Fußball groß ist in all diesen Ländern. Nur das ist nicht geschehen. Man sitzt hier, das gilt für den Deutschen, das gilt für den Europäischen Verband, sagt, wir haben den Fußball erfunden, eigentlich müsste sich noch umdrehen. Die Welt ist zu groß dafür. Die rotiert nicht nur um Europa. Und diese UEFA könnte viel mehr machen, eben auf diesen anderen Teil, die anderen Teile der Welt zuzugehen, die nicht auch vielleicht noch in Nordamerika oder in Ozeanien liegen und sagen, wir sind diejenigen, die euch wirklich helfen. Wir wollen die klaren Strukturen, wir stehen auch dafür. Nur solange sie das nicht machen, wird dieses Thema immer an solchen Personen hängen und an solchen Funktionären, die das gnadenlos ausnutzen. Er hat mal in einem Interview gesagt, ich glaube an Gott und ich glaube an mich selbst. Das lässt keinen Platz für Selbstzweifel. Schlussrunde, nur ein Ja oder Nein oder ein Name. Wie heißt der FIFA-Weltpräsident morgen Abend, Frau Schenk? Ich hoffe noch, dass er Ali heißt. Ja, ist der Blatter natürlich. Ich schließe mich an. Blatter? Silvio Blatter. Okay, dann kaufen wir das so. Frau Schenk, die Herren, vielen Dank für das Gespräch, für Ihre engagierte Debatte. Noch ein Hinweis, meine Damen und Herren, danke auch, dass Sie mit uns waren in eigener Sache. Am nächsten Mittwoch gibt es eine neue #Phoenix-Runde, wieder um 18 Uhr live. Unser Thema dann auch ein wichtiges und weltbewegendes, G7 in Elmau, unverzichtbar oder überflüssig. Ihr Votum und Ihre Fragen gern ab sofort über unsere Accounts bei Facebook, Twitter oder via E-Mail. Im Anschluss empfehle ich Ihnen unsere Kollegen von Phoenix der Tag mit dem Neuesten zum FIFA-Skandal und den Ereignissen in Zürich. Ihnen weiter gute Informationen bei Phoenix. Danke. Tschüss.